Also wir sind heute wieder hier in Augsburg. Heute spielt ja bekanntlich Deutschland gegen Frankreich, das letzte Gruppenspiel. Wir sind ja schon gespannt, wie viele Leute hier so sind und wie gut gekleidet die sind und wie sie die Deutschen unterstützen wollen. Also hier sehen wir schon die ersten Deutschland-Fans. Mal gucken, ob die noch was mehr dabei haben als nur die T-Shirts, die sie gerade anhaben. Und ihr seid Deutschland-Fans heute? Ja, heute schon. Habt ihr noch mehr dabei, außer die T-Shirts zum Unterstützen? Oder? Hast du noch was? Ich hab noch was, aber das kann ich hier nicht zeigen. Warum nicht? Wir sind jetzt aber schon gespannt. Nee. Aber ich hab tatsächlich noch was. Einen ganzen Sack voll. Tada! Schland! Und jetzt mal die Federticket, die es im Laden gibt, an. Da schon mal ein Schminkstift. Und da gibt's auch Schminke für das Gesicht. Und da ist halt Fahnen, das ganz normale. Was gibt's noch Spannendes? Einen ganz tollen Hut. Ja, der ist echt cool. Sieht eher spärlich aus in diesem Laden. Das sind solche Leermacher zum Klopfen, glaube ich. Haben wir auch welche, aber nicht mit Deutschland. Hier gibt's auch so tolle Autofahnen für die Spiegel vom Auto. Hier gibt es einen Kiosk, wo man für Deutschland wetten kann. Mal gucken, was die Quote für Deutschland ist. Deutschland ist klarer Favorit. Wenn man 1 Euro setzt, bekommt man nur 1,50 zurück, wenn sie heute gewinnen. Im Gegensatz zu Frankreich, da bekommt man 4,50 zurück. Aber mal gucken, wie es dann heute ausgeht. Habt ihr noch mehr dabei als das Trikot zum Unterstützen von Deutschland heute? Oh, die Fankette. Sonst haben wir leider nichts dabei. Aber immerhin das Trikot. Wo schaut ihr das Spiel an? In Augsburg. Also wir gehen auf jeden Fall schon mal mit gutem Beispiel voran. Wie man sieht, haben wir alle so Deutschlandketten an. Dann gibt es noch Deutschland-Ohrringe, Deutschland-Trikots, Bemalung im Gesicht, Deutschland-Armband, was nicht alles gibt. Ja. Ich will auch was für Deutschland haben. Ja, und damit ich nicht so schwitze, kann ich... Das war wirklich leid. Aber es steht auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Sieht wirklich sehr sexy aus. Also ich finde, ich habe echt Modelqualitäten mit diesem Teil. Hat auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel ein extra Frauen-Damen-Top mit Germany drauf, extra zur Frauenfußball-WM. Oder wenn man kein Trikot dabei hat, kann man auch eben das so kombinieren wie die, dass man auch alle Farben dabei hat. Aber die Cap sieht jetzt auch nicht besser aus als mein Schweißband. Muss man jetzt mal ganz klar festhalten. Dann haben wir noch so tolle Wimpern in Deutschland-Optik. Ist natürlich auch eine Idee, für vor allem für die Damen. Bei der Frauen-WM. Dann gibt es auch so ein tolles Hütchen. Würde perfekt noch zu meinem Schweißband passen. Aber ich habe ja leider kein Geld, um mir sowas zu leisten. Hände? Zum Hinsaugen oder so? Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Aber und ein Bierkrug für die, die ein bisschen weniger trinken. Strohhut? Sehr cool. Griechenland ist Konkurs, Deutschland geht's gut. Eine Hand wäscht die andere. Europa bleibt gesund. Die zwei Hübschen? Oder die drei Hübschen? 54, 24, 2011, ja, so stimmen wir alle ein. Wir sind der Hand von der Leidenschaft. Wir werden hier Weltmeister sein. 54, 24, 2011, ja, so stimmen wir alle ein. Lass uns doch gleich ein paar Euro wert, um die jungen Künstler zu unterstützen. Danke! So, bald geht das Deutschlandspiel los. Wir machen uns dafür schon mal fertig. Trainerin Hope Powell setzt da ein wenig auf Bomber. Jessica Clark ist dabei und Sophie Bradley in der Abwehr für Kapitänin Faye. So, der Blick auf die Schiene.